Feuer. Boah, Feuer zieht die Leute an. Das ist wie ein Magnet, das ist Feuer. Das ist einfach Holz, das was verbrennt, das knistert da drinnen. Das übt einfach Emotionen aus auf die Leute. Das Thema Holzbackofen gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Es war die einzige Feuerstelle, die was warm gehalten hat und zugleich ein Essen produziert hat. Du legst dein Holz auf, hat's an. Beim Griller steht man meistens immer ein bisschen alleine abseits vor alle und dann bist du der Grillmeister und dann sagen da alle am Schluss, okay, das war gut. Aber beim Holzbackofen kannst du alle mit einbinden. Ob das jetzt die Kinder sind, ob das jetzt deine Eltern sind, deine Verwandten sind, ob das Freunde sind, Nachbarn sind, ja, völlig egal. Es ist ein Miteinander. Kochen mit Holz. Das ist einfach wieder so eine Philosophie, die was man wieder aufgreift von früher. Und es gibt eigentlich nichts, was man nicht kochen kann. Ja? Also fangen wir mal an mit einer Vorspeise, dann hin zu einem guten Brau. Das muss jetzt kein Schweinsbraten sein, das kann ein Rinderbraten sein. Ja? In alle Richtungen, was du braten kannst, kannst du in dem Holzbackofen machen. Bis hin zum Apfelstrudel. Ja? Mit Vanillesauce dazu von mir aus. Ja? Die man dann noch nebenbei irgendwie ein bisschen aufwärmt da drinnen. Ja? Es ist immer wieder eine interessante Atmosphäre, wenn du anhast und dann schauen alle da in das Tierl rein und die sehen dann, boah, jetzt legt er da 6 Scheiben rein und der will da noch eine Pizza reinlegen, die verbrennt ja. Das ist für viele einfach unvorstellbar. Das ist immer schön zum Zuschauen, wenn dann alle reinschauen und sagen, boah, der brennt geil. Und dann schmeißt er mal so eine Pizza rein und dann fängt der Speck zum Knistern an und der Zwiebel fängt zum Rösten an und dann nimmst die Pizza aus und alle riechen schon, boah, das riecht gut. Das schmeckt ja viel besser. Ja? Und das ist das, was zählt. Mein Name ist Stefan Hübner, bin gelernter Ofenbauer und Schulungstechniker bei der Firma Ortner.